Am Morgen erwachte ich mit der sehr lebhaften Empfindung, ich sei in meinem feineren Körper fortgegangen und durch ein geheimes, festes Tor in den Berg hinter dem Palast des Lichtes gelangt. Dort betrat ich eine Reihe von Höhlen mit Beweisen unvorstellbar alter Kultur, von denen die äußere Welt keinerlei Ahnung mehr hat. Als wir uns beim Frühstück trafen, fragte ich Chananda nach der Bedeutung meines Erlebnisses. Sein Gesicht leuchtete in seinem wunderbaren Lächeln auf und er erklärte: Mein guter Freund, du hast eine große Wahrheit geschaut und ich versichere dir, sie ist wirklich. Zu gegebener Zeit wirst du mit deinen eigenen Augen sehen, was dir die innere Sicht zeigte. Dein Erlebnis überzeugt mich von der großen Bedeutung des Besuches unseres hohen Ehrengastes von heute Abend. Wahrlich, meine lieben Freunde aus Amerika, ihr seid bereit für das volle Licht. Ich warte nur auf den Befehl meines Vorgesetzten, um euch dann viele echte Wunder zu enthüllen. Jeder von euch ist durch unzählige Erfahrungen geschritten. Die volle Erinnerung wird euch bald offenbar werden. Ihr werdet in großen Sprüngen vorwärts kommen und ihr werdet staunen. Kommt nun, wenn ihr bereit seid. Ich möchte euch viele der Wunder dieses Geheimortes vorführen. Wir gingen zuerst zur Kuppel in der Mitte des Gebäudes, einem kosmischen Observatorium, wie Chananda es nannte. Hier fanden sich viele Instrumente, die den Wissenschaftlern der äußeren Welt gänzlich unbekannt sind. Eines davon war ein Absorptionsreflektor, der das Bild des gewünschten Gegenstandes durch die ätherischen Strahlen an sich zog und dann auf den Beobachter zurückstrahlte. In seinem Bau war er einfach, doch nicht in der Güte des Stoffes, aus dem er gefertigt war. Chananda erklärte, dass die ätherischen Strahlen etwas anderes seien als die kosmischen Strahlen der Wissenschaftler der äußeren Welt. Ein anderes Instrument nannte sich Lichtprojektor. Er ermöglichte, auf unglaubliche Entfernung hin einen lebengebenden oder einen lebenzerstörenden Strahl zu senden. Ein Radiofernseher stellte in seiner Vollkommenheit das Wunder aller Zeiten dar. Wir besichtigten noch mehrere andere Erfindungen dieses Kuppelsaales und stiegen dann die Treppe hinab ins nächste Geschoss, in einen großen Ratssaal mit Platz für 700 Personen. Die Wände bestanden aus herrlichem, milchig-weißem Onyx mit wundervollem blauen Besatz. Auf dem Fußboden lag ein dicker Teppich aus dem gleichen Märchenblau. Auch hier fanden sich die herrlichen Sessel wie im Speisesaal, doch mit demselben weichen, reichen Blau gepolstert wie der Schmuck des Saales. Fenster waren keine da. Der Saal umfasste nahezu das ganze Stockwerk. An der Seite standen auf einem Podium ein Altar und ein goldener Stuhl. Etwas Vollkommeneres ließe sich nicht ersinnen. Der Hauptteil des Altars war verdichtetes Gold. Doch das Oberstück bestand aus einem anderen verdichteten Stoff, dessen blaue Schattierung an Violett grenzte, der selbst jedoch in silberner Strahlung leuchtete. Ein Goldstreifen von rund 5 cm Breite bildete die Kante. Der Stuhl trug die gleichen Merkmale wie der Altar. Sein Sitz war blau poliert. Die Lehne ragte bedeutend über die Kopfhöhe hinauf. Wir stiegen weiter hinab ins Erdgeschoss, dessen Räume für elektrische und chemische Versuche eingerichtet waren.
Wir schritten in der Mitte der Westwand vorüber, als ich plötzlich stehen blieb und zu Shananda sagte: Hier ist der Ort, wo ich letzte Nacht in meinem feineren Körper die Höhlen betreten habe. Kannst du eine Tür oder einen Eingang sehen? Fragte er mich mit sehr ernsthaftem Ausdruck des Gesichtes. Nein, gab ich zur Antwort, doch es ist hier. Ich weiß es bestimmt. Nun lächelte er, sah mich ziemlich neckig an und bemerkte, du hast recht, es ist hier. Ich freue mich, dass du dich in deinen Überzeugungen nicht erschüttern lässt. Habe Geduld, du wirst alles zu sehen bekommen. Wir kehrten in die große Empfangshalle zurück. Dort fragte ich, wie kommt es, dass andere Schüler und Menschen den Eingang zu diesem Ort nicht sehen und den Zugang in solch ein Paradies nicht finden? Gingest du zum Eingang, antwortete er, du würdest dort keinerlei Öffnung sehen. Als wir gestern eintraten, wurde sie danach wieder versiegelt, sodass nur fester Fels sichtbar ist. Was den Schutz betrifft, ist diese Eingangsstelle so undurchdringlich wie die Bergwand selber. Dieses Tal liegt seit mehr als 2 Jahrtausenden so unverändert, wie du es heute siehst. Der Mensch kann durch Benutzung der Lichtstrahlen oder kosmischen Lichtströme durch die mächtige Ich-Bin-Gegenwart auf ewig Zeit, Raum, Alter, Missklang und Begrenzung jeder Art auslöschen. Missklang ist in Wirklichkeit die erste Welle oder der Ausgangspunkt der Begrenzung. Hält der Einzelne in seinem Bewusstsein vollkommene Harmonie aufrecht, so steht ihm das Tor zu Gottes Reich, der Vollkommenheit, der Tätigkeit des Lebens ohne jede Begrenzung für ewig weit offen. Kommt nun weiter. Ihr werdet zwar sehr zu staunen haben, doch wenn ihr es wünscht, werdet ihr vieles lernen. Ihr kennt aus den arabischen Erzählungen aus 1001 Nacht den Zauberteppich. Ich will euch nun beweisen, dass es sich dabei um kein Märchen handelt. Er führte uns aus dem Palast auf einen wunderschönen Rasenplatz. Dort sahen wir etwas wie eine Kupferplatte in Form eines Quadrates von fast 5 Meter je Seite.